Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einem neuen Tag, den ich zusammen mit meiner liebsten Buchhändlerin Kerstin Merkel in Videoform bringe. Es ist der Never Will I Ever Tag, niemals werde ich, Punkt, Punkt, Punkt. Und ja, es geht hier um Bücher und ja, um Dinge, die man niemals tut oder ja, die einen niemals etwas vergessen lassen. Die liebe Kerstin Merkel und ich haben es zusammen bei den Bookfriends gesehen und ja, es ist mir eine Freude, jetzt hier so ein bisschen interaktiv mit Kerstin die Fragen zu besprechen. Ihr findet das Video von den Bookfriends unten in der Infobox. Ich verlinke natürlich auch den Instagram-Account von der lieben Kerstin. Schaut da gerne mal für Buchtipps vorbei. Sie war ja auch schon das ein oder andere Mal hier auch auf meinem Kanal bei einem Hangout dabei. Vielleicht gibt es sowas mit Fragen demnächst im Herbst, Winter wieder. Lasst euch da so ein bisschen überraschen. Wir sind da auf jeden Fall ein bisschen in der Planung. Aber ihr findet alles unten in der Infobox. Auch die Fragen verlinke ich und auch unsere Antworten. Also die Links sozusagen zu den Büchern findet ihr alles unten. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, wir starten nun mit der ersten Frage, die ich direkt mit ganz lieben Worten an Kerstin weitergebe. Niemals werde ich es shippen. Was könnte es bei dir sein, liebe Kerstin? Hallo Steffi, ich freue mich total, dass das geklappt hat und dass wir das zusammen machen können. Ich gucke so gerne Tags und beantworte im Kopf die Fragen dazu. Und ja, ich freue mich total. Also, die erste Frage. Welche Beziehung konnten wir nicht shippen? Oder konnte ich nicht shippen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wendet sich eigentlich an eine andere Zielgruppe und gilt eher so für Jugendbücher. Und dann habe ich so überlegt, was ich zeigen kann. Ich shippe auch nicht Peter und Katniss, aber ja. Letzten Endes habe ich mich für was ganz anderes entschieden, nämlich werde ich die Frage so beantworten, dass ich eine Beziehung zeige, die eigentlich keiner shippen kann, außer die weibliche Hauptfigur. Und zwar geht es hier um Elizabeth Gilbert, das Wesen der Dinge und der Liebe. Da geht es um, wie heißt sie, Alma Whittaker, die Jahr 1800 ja, in Philadelphia geboren wird, in eine sehr reiche Familie. Der Vater handelt mit Pflanzen, auch exotischen Pflanzen, und diese Pflanzenwelt ist das, wo sie drin aufwächst und eigentlich auch aufgeht. Sie entdeckt schnell so eine wissenschaftliche Herangehensweise an diese Welt. Und weil sie niemals das Areal verlässt, auf dem sie da aufwächst, gilt ihr Interesse den kleinen Pflanzen, Moose und Flechten und ja, sie fängt an wissenschaftlich mit diesen Pflanzen oder mit diesen Beobachtungen, die sie da macht, zu arbeiten in einer Zeit, wo wissenschaftliches Arbeiten eigentlich für Frauen gar nicht zugänglich war. Und das ist das, worum es in dem Buch eigentlich geht. Und man lernt Moose lieben, was eigentlich auch seltsam ist. So, und die Beziehung, die sie hier eingeht mit einem jungen Mann, ist eine Beziehung, die sie total idealisiert und in der aber eigentlich sexuell nichts passiert. Nichts. Und es gibt in diesem Buch hocherotische Szenen, in denen sexuell einfach nichts passiert. Eigentlich ohne dass das Mädchen das richtig kapiert. Ja, man darf eigentlich, glaube ich, auch nicht so viel sagen. Es ist so, dass man als Leserin denkt, was ist das Krankes hier? Und ja, in dem Sinne kann man es nicht shippen. Aber ein tolles Buch, was man unbedingt lesen muss.
Es gibt natürlich einige Bücher, Beziehungen, Sachen, die ich nicht shippen würde. Was mir aber hier immer relativ schnell einfällt, ist definitiv Edward und Bella aus Twilight. Nicht etwa, weil ich ein Fan von Jacob bin. Nein, ich finde Bella und Jacob ähnlich merkwürdig. Aber ich finde diese Beziehung von sehr jungen Menschen, zumindest was ja Bella angeht, Edward ist ja schon über 100 als Vampir, ich finde das mega toxisch. Ich finde es sehr gefährlich, so etwas irgendwie als normal hinzustellen. Und auch wenn ich als Jugendliche immer davon geträumt habe, irgendwann mal einen Vampir zu treffen und durch die Ewigkeit gemeinsam zu schreiten, ich möchte so einen Mann nicht an meiner Seite haben. Und ich finde nicht nur schlimm, dass jungen Mädchen erzählt wird, es ist ja ganz normal, dass du hier so einen Stalker-Typen hast, der dich überbemuttert und das finde ich schon schlimm. Ich finde aber genau auch die andere Seite schlimm, dass man eben jungen Männern, Jungs im Grunde sagt, die Mädels stehen darauf, wenn du dich so verhältst und das ist eine sehr gruselige Vorstellung. Also diese Beziehung kann und will ich einfach nicht shippen. Ich finde es auch in keinster Weise romantisch, wenn ein Mann die ganze Nacht mich im Schlaf beobachtet, ohne dass ich das weiß. Also ich finde das tatsächlich ziemlich gruselig. Ja, das ist etwas, was ich einfach nicht shippen kann. So, zweite Aufgabe. Niemals werde ich dieses Ende vergessen. Das ist, glaube ich, ganz schön schwer zu beantworten, weil man immer spoilert. Aber viel Spaß, Steffi. Ja, liebe Cassie, es gibt so einige Enden, die ich nicht vergessen kann, aber ein ganz besonderes Ende, was auch mir sehr, sehr im Herzen geblieben ist, ist einfach von Stephen King, Der Anschlag. Das ein Buch, das ich ja gereadet habe vor gar nicht allzu langer Zeit, was mich tief beeindruckt, begeistert zurücklässt und ich einfach finde, dass dieses Ende perfekt ist. Und es ist so, ich kriege auch direkt Gänsehaut, es ist so ein schönes Ende. Es ist einfach perfekt. Ich möchte es gar nicht spoilern oder irgendwie, aber das ist wirklich ein Ende, woran ich sehr, sehr lange denke, was mich sehr lange ja im Herzen auch begleitet. Ich finde, dass Stephen King hier wirklich perfekt die Geschichte zu Ende geführt hat. Es sehr vieles vorher gibt, was er schon richtig macht und es wirklich in diesem Highlight-Ende dann gipfelt. Und ja, wer da nicht weint, hat definitiv kein Herz und das ist einfach so schön, so perfekt, so großartig in Szene gesetzt. Also ja, ein Ende, wie ich es einfach nur ganz, ganz, ganz großartig finde und nie vergessen werde. Wenn es darum geht, welches Ende ich nie vergessen werde, da muss ich jetzt ein Buch hochhalten, was es, glaube ich, nicht mehr gibt. Ich hoffe, dass man das irgendwie secondhand noch bekommen kann, falls jetzt irgendwie jemand Lust drauf bekommt. Und zwar ist es von Russell Hoban, Ozeanische Gefühle. Und hier geht's um einen mittelalten Mann, William, der ein ganz schlichtes, eigentlich fast beschränktes Leben führt und wahrscheinlich, ja, wenn man es so betrachtet, wahrscheinlich muss man sagen, dass der sich irgendwie im Autismus-Spektrum bewegt, dieser Mann. Die größte Verantwortung, die er in seinem Leben bis jetzt unternommen hat oder übernommen hat, ist, dass er ein kleines Aquarium hat, in dem ein Wasserkäfer lebt. Und er geht regelmäßig ins Aquarium und betrachtet dort die Schildkröten. Und eines Tages trifft er dort im Aquarium, im Zoo, auf eine Frau und nach und nach, weil die beiden sich dort immer wieder begegnen, kommen die ins Gespräch und ja, und hacken einen Plan aus. Auf meiner Ausgabe steht eigentlich hinten auf der Klappe schon, was die am Ende machen. Und das ist das, was man nie vergessen kann. Die planen, diese Schildkröten zu befreien und den Schildkröten die Freiheit zu schenken. Die Freiheit, die die beiden vielleicht in ihrem Leben nicht haben. Und es ist total toll. Ich habe das in den 90ern gelesen und ich denke da ganz oft dran. Damals gab es auch, also es gibt eine Verfilmung auch von dem Buch, die war toll auch.
Ja, und die Frage ist, schaffen die das? Und das ist das große, tolle Ende. Ja, das ist die Antwort. Kommen wir nun zur dritten Frage. Ein Buch, wo ich nie über den Tod hinwegkommen werde. Also, auf die Frage, über welchen Tod ich nicht hinwegkommen kann, gibt es für mich nur eine Antwort, auch wenn die wahrscheinlich lame ist. Ich halte jetzt mal den siebten Teil von Harry Potter hoch. In Harry Potter gibt es so viele Tode, über die man schlecht hinwegkommt. Wir haben alle Harry Potter gelesen. Wahrscheinlich könnte ich einfach sagen, welche Tode ich meine, aber wir wissen es auch so. Ich halte den siebten Teil hoch, weil hier die Figur stirbt, die ich am liebsten in den Arm nehmen würde. Ja, und damit hat sich's auch schon. Ach, Kerstin, ich muss mich hier direkt anschließen. Definitiv gibt es einige Tote in Harry Potter, die mich auch total tragisch, tränenüberströmend zurückgelassen haben. Ich spoilere hier den Tod von Sirius Black, der als Funko in meinem Regal eigentlich steht. Ich wähle also nicht das letzte Buch, obwohl es da natürlich auch ganz viele Tode gibt, angefangen von Hedwig über Dobby, es ist ein sehr dramatisches Buch. Aber für mich geht wirklich eine Welt zugrunde, wenn ich an Sirius denke in Teil 5. Das ist für mich so der tragischste Tod einer Figur, die so intensiv in diesen kurzen Momenten der Bücher rüberkommt, der so tragisch einfach auch ein Leben geführt hat. Und dann stirbt er einfach so. Ich heule hier wirklich alle Taschentücher zusammen. Ich brauche da wirklich eine Pause. Und ich fand das beim ersten Mal lesen so, so, so schlimm und ungerecht. Ich habe mich da tierisch damals nach den Tränen aufgeregt. Für mich definitiv ein Tod, über den ich nie hinwegkommen kann. Das ist einfach Sirius mit vielen anderen natürlich bei Harry Potter, die sehr tragisch sind und besonders auch der letzte Teil natürlich sehr viele Tode hat. Aber Sirius, wenn ich an ein Buch denke und an einen Tod, dann definitiv er. So, jetzt bin ich gespannt, was du berichten wirst über das Buch, über das du niemals aufhören wirst zu weinen. Ach ja, wenn wir beim Thema Weinen sind, Cassie, wir haben ja beide schon festgestellt, dass wir ziemlich heulig unterwegs sind. Auch ich bin immer schon sehr nah am Wasser gebaut. Aber ich glaube, ein Buch, worüber ich immer wieder weinen kann, was mich immer wieder zerstört und trotzdem hoffnungsvoll zurücklässt, aber ich weine trotzdem, ist, ja, Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Ein Buch, das ich so gefühlt einmal im Jahr lese, weine, weine, weine und dann aber mit einem Hoffnungsschimmer aus diesem Buch herausgehe. Denn ich finde gar nicht, dass dieses Ende so tragisch und traurig ist, sondern dass es eben auch einfach sehr optimistisch ist, dass es sehr positiv ist, was das Ende sagt. Und ja, man muss das Leben einfach genießen und leben, so wie es jetzt ist. Und wenn man hier eben die Geschichte von Augustus und Hazel Grace liest, dann hat das natürlich eine gewisse Tragik, wenn man von ihren Krankheiten weiß. Aber das Buch strahlt trotzdem voller Lebensfreude und Optimismus. Und selbst das Ende, das wirklich tragisch traurig ist und spätestens da sollte gefühlt dann auch jeder geweint haben. Ich fange da schon mittendrin an. Und ich weine gerne bei Büchern. Also das funktioniert tatsächlich gut. Also das Buch weiß immer, wo es bei mir was anknipst. Aber ja, das ist definitiv mein Buch, bei dem ich immer weinen werde. So, bei dem Buch, über das ich nicht aufhören werde zu weinen, habe ich jetzt lange überlegt, ob ich das überhaupt zeigen soll, weil eigentlich wollen wir ja hier über Romane reden und weinen in Romanen ist ja oft auch irgendwie was Schönes und man hat
intensive Gefühle und so ist ja Literatur irgendwie auch gedacht. Aber ich zeige jetzt trotzdem einfach The Only Plane in the Sky. Das heißt auf Deutsch und plötzlich diese Stille. Und in diesem Buch sind alle mündlichen Zeugnisse, die man hat, vom 11. September in chronologischer Reihenfolge. Und wir haben hier Nachrichten aus den Flugzeugen, aus den Türmen und so weiter. Das ist ein Buch, das kann ich gar nicht lesen von vorne bis hinten. Da muss man sich irgendwie Zeit geben. Und mich berührt dieser Tag immer noch. Ich weiß genau, was ich gemacht habe an dem Tag und wie wir die Nachricht bekommen hatten von dem Unglück. Ja, und ich kann mir das kaum angucken. Eigentlich habe ich es auch gar nicht mehr gesehen. Ich habe es mit meinem Sohn zusammen nochmal angesehen, wie die Türme zusammengebrochen sind oder einer der Türme. Weil ich fand, das soll er nicht alleine sehen und da wollte ich gerne dabei sein, um vielleicht auch irgendwas zu erklären, aber eigentlich gibt es nichts, was man da erklären kann. Das ist natürlich nicht nur ein Buch, über das ich nicht aufhören kann zu weinen, sondern einfach ein Ereignis in unser aller Leben, über das man nicht aufhören kann, traurig zu sein. Die nächste Frage ist dann, niemals werde ich folgendes Buch lesen. So, wenn ich gefragt werde, welches Buch ich niemals lesen werde, dann gibt es für mich nur eine einzige Antwort und die habe ich auch sofort. Grundsätzlich schließe ich eigentlich nichts aus. Ich lese nicht gerne Thriller, aber ansonsten lese ich viel und alles Mögliche und auch Schrott. Aber ein Buch gibt's, was ich niemals lesen werde. Und das ist nicht das hier. Das ist nicht von Thomas Mann, der Zauberberg. Den habe ich nämlich gelesen und habe das auch sehr genossen, obwohl das sehr seltsam ist. Das Buch, was ich nicht lesen werde, sind die Buddenbrooks. Das habe ich nämlich dreimal angefangen und bin nicht über die 50. Seite, glaube ich, rausgekommen. Und da ich das gar nicht besitze, musste ich meine zerfledderte Ausgabe vom Zauberberg zeigen, die, glaube ich, meiner Mutter gehört. Ich weiß nicht, ob sie das weiß, dass ich die habe. Und bei dieser Frage, ja, da musste ich tatsächlich sagen, sag eigentlich niemals nie. Denn man weiß nie, wann man nicht vielleicht doch irgendwie mal Lust auf ein Buch hat. Und jetzt könnte ich natürlich Stephen Kings Dunkler Turm anführen und da werde ich nie weiterlesen. Aber ich glaube, ein Buch, wo es mich so gar nicht hinzieht, ja, ist Ein wenig Leben von Hana Yanagihara. Über dieses Buch habe ich schon so viel Tragisches gehört und wie fertig danach Leute waren und wie sie danach Bücher anders betrachtet haben. Und ach, das, ich weiß nicht. Also ich habe natürlich auch kritische Stimmen zu diesem Buch gehört, die eben sagen, naja, es ist vielleicht auch ein bisschen zu viel des Negativen, dass man da zu viel auf die Tränendrüse drückt und so weiter. Mein Buch ist es nicht. Also mich spricht schon das Cover nicht an, der Klappentext, diese Tragik eines einzelnen Charakters. Ich weiß auch nicht. Also man soll, wie gesagt, niemals nie sagen und ich mache das normalerweise auch nicht. Aber hier würde ich schon davon ausgehen, dass ich es tatsächlich wahrscheinlich niemals lesen werde. Und ich glaube auch für mich einfach sagen kann, dass es mich auch überhaupt nicht so anspricht und interessiert, dass ich es lesen müsste. So, liebe Steffi, welches Buch wirst du niemals aufhören zu feiern? Endlich feiern wir mal Bücher. Wir weinen nicht nur, sondern wir feiern. Und ich stand wirklich vor meinem Bücherregal, vor allem vor dem Highlight-Regal. Und es gibt da so viele Bücher.
die ich feiere und immer wieder feiere und immer wieder lese und aktuelle Highlights, ältere Highlights. Und ich glaube einfach ein Buch, was bei mir so lebendig in Erinnerung geblieben ist, was wahrscheinlich auch an dem Hörbuchsprecher liegt, ist einfach Nevernight von Jay Kristoff. Eine wahnsinnig epische Geschichte über drei Teile erzählt, über eine Assassinin, die Rache will, die so viel mehr im Grunde in dieser Welt aber dann hinterlässt, die ein wahnsinniges Worldbuilding, was Jay Kristoff hier geschaffen hat. Es ist brutal, es ist derb, es ist großartig und um es in diesen derben Worten zu sagen, es war einfach nur geil. Robert Frank als Hörbuchsprecher, größtes Hörbuchkino gefühlt überhaupt, wie er das hier vertont hat, wie er diese Geschichte erzählt hat, Atmosphäre geschaffen wurde natürlich von Jay Kristoff, aber er die übertragen hat. Ich feiere diese Geschichte so und selbst nach jetzt so einer ganzen Zeit, ich habe immer noch Träume davon, ich sehe Charaktere noch vor mir, ich bin in Szenen mit dabei und dieses Buch hat mich damals einfach so, so gefesselt und ich glaube, das wird auch ganz bald einfach mal gerehört sozusagen, weil ich das wirklich feiere und immer wieder daran denke und ja, und der erste Teil hat auch, ist das der erste Teil? Ich glaube, oder der zweite? Ja, ich bin gerade nicht sicher. Nee, der Auftakt hat ja sogar einen roten Buchschnitt. Also was will man eigentlich mehr? Also das feiere ich definitiv. Mit der Frage, welches Buch wir für immer feiern werden, ist wahrscheinlich die Frage nach unserem Lieblingsbuch gemeint. Die kann ich nicht so richtig beantworten. Ich zeige jetzt mein Jahreshighlight, was ich bis jetzt habe. Und das ist von Susanna Clark. Piranesi. Und dieses Buch feiere ich nicht nur wegen des Inhalts, ich mag ja so seltsame Geschichten, die irgendwie nicht auf den ersten Blick Sinn ergeben. Und hier geht es um einen jungen Mann, der offensichtlich in einem Haus lebt, was riesig ist und viele Stockwerke hat. Und die Art und Weise, wie uns diese Welt oder dieses Haus oder die Ansammlung von Häusern hier beschrieben wird, ist grundsätzlich erstmal so, dass man sich fragt, was soll mir das sagen? Dieser Mann hat eine vollkommen eigene Art der Zeitrechnung und es gibt dort auch in seiner Welt der Räume nur einen einzigen anderen Menschen, der auch seltsam ist. Und das Untergeschoss von dem Haus, in dem da gelebt wird, ist sozusagen überschwemmt von einem Ozean. Und da gibt es Flut und Ebbe und man kann Fische fangen. Und ja, es ist so, dass mit der Zeit sich hier rausstellt, was diesem Mann passiert ist. Und zum Schluss ergibt es auch halbwegs Sinn. Ein großartiges Buch, ganz großartig geschrieben, aber weswegen ich es außerdem noch feiere, ist die Optik. Also das ist das Cover. Wenn man den Umschlag abmacht, dann kommt bei dem gebundenen Buch, also ich meine es in Englisch, aber ich glaube es ist auf Deutsch genauso, das hier raus, das heißt, wir haben den Titel hier nochmal abgebildet auf Säulen, was ich total schön finde und mit dem Gold. Ich hoffe, dass man das man sieht, wie das so schimmert. Und wenn man es aufschlägt, dann hat man, sieht man das? Ich glaube, man sieht es schlecht. Weil das hier, jetzt vielleicht so, genau, man hat diese kleinen Abbildungen. Großartig, wunderschön, ein wunderschönes Buch. Hier nochmal der Umschlag mit den Wellen hier, wie das schimmert. Ja, ich bin, wie man merkt, ganz verliebt in dieses Buch, von außen und von innen und natürlich hätte ich auch mein Lieblingsbuch zeigen können, falls es das gibt. Aber ich glaube, da habe ich schon ganz oft mit dir drüber gesprochen, Steffi, oder? auf Videoart.
Dann kommen wir zur letzten regulären Frage. Ja, Kerstin, welches Buch würdest du denn nie verleihen? So, niemals werde ich dieses Buch verleihen. Da muss ich sagen, das habe ich irgendwie nicht. Dieses Gefühl, dass ich das nicht verleihen dürfte oder so. Ich weiß nicht, ich freue mich an Büchern. Ich gebe die gerne weiter, die Freude. Und weiß ich nicht, man könnte Angst haben, dass vielleicht was kaputt geht. Das habe ich aber auch nicht, weil wenn was kaputt geht, dann kauft man Neues. Für mich ist ein Buch auch vielleicht eher so ein Gebrauchsgegenstand. Ich weiß es nicht. Was anderes wäre es vielleicht, wenn man wirklich wertvolle Bücher hätte. Also im Sinne von, keine Ahnung, irgendwelche ganz seltenen Ausgaben, Erstausgaben oder Sammlerstücke oder so, die vielleicht uralt sind und wo sowieso, keine Ahnung, das Papier ganz dünn ist und sowieso schon auseinanderfällt und das muss man beschützen und mit Handschuhen anfassen oder so. Aber so ein Typ bin ich irgendwie nicht. Ja, deswegen, ich würde alle meine Bücher verleihen. Und auch da möchte ich mich dir, Kerstin, tatsächlich anschließen. Es gibt für mich tatsächlich kein Buch, das ich nicht verleihen würde. Es ist eher so, dass es Menschen gibt, denen ich kein Buch leihen würde. Das hat aber nichts mit dem Buch zu tun. Also ich habe kein Hang dazu, Bücher zwar schon im Regal auch stehen zu haben, aber zu sagen, dass das verleihe ich nicht, weil das Buch so wertvoll ist oder wie auch immer. Es kommt tatsächlich, glaube ich, auch einfach auf die Person an, die dieses Buch lesen möchte. Und dann bin ich auch dafür, dass Geschichten einfach gelesen werden. Also ich gebe sehr viele meiner Bücher ja auch im Freundeskreis weiter, besonders auch Jugendbücher, dann eben an die Jugendlichen im Freundeskreis, also an die Kinder von Freunden, wo ich einfach sage, Mensch, das Buch, ja, es war toll. Aber es wird wahrscheinlich nie nochmal gelesen von mir, es muss nicht im Regal stehen. Und dann finde ich es schöner, wenn man da eben auch einfach bei anderen Lesebegeisterung auslösen kann. Und ich finde einfach, ein Buch gehört gelesen. Tatsächlich, wenn man ehrlich ist, dieses Rumstehen unserer Bücher in den Regalen ist eigentlich sehr schade für die Bücher, weil sie gar nicht weiter das Leben der anderen befüllen und irgendwie kann. Aber ja, ich bin da tatsächlich auch sehr offen und sage grundsätzlich jedes Buch, nicht an jedem Menschen. Das würde ich vielleicht tatsächlich nochmal so ein bisschen unterscheiden. Das hat total Spaß gemacht. Ich bin jetzt total gespannt, in deinem Video deine Antworten zu sehen, weil die kenne ich ja jetzt noch nicht. Rückblickend tut es mir jetzt vielleicht fast so ein bisschen leid, dass ich so ernst geworden bin bei der Frage mit dem, über welches Buch ich nicht aufhören werde zu weinen. Ich weine ja sowieso viel. Ich weine bei Filmen, ich weine beim Lesen, ich weine beim Schreiben, also jedes Mal, wenn, ja, ich hätte ganz viele Bücher zeigen können, aber das war jetzt aktuell und ich hoffe, das macht den Ton jetzt nicht so ernst. Die letzte Aufgabe ist, niemals werde ich aufhören, diese Leute zu taggen und das musst du jetzt machen, Steffi. ich hoffe, dass alle Spaß haben mit unseren Antworten. Genauso viel Spaß, wie ich hatte mit dem Tag. Und bis bald. Liebe Kerstin, ich übernehme gerne das Taggen, denn ich würde tatsächlich alle Booktuber taggen, die Lust auf diesen Tag haben und die noch nicht gemacht haben, würde aber explizit zwei Bookstagrammerinnen taggen, nämlich die liebe Becky, die ihr ja auch von meinen Quartalshangouts kennt, und die liebe Miri vom Instagram-Account MJLiest, die ja auch mal Booktube gemacht hat. Mensch Mädels, wo seid ihr hier auf Booktube? Ihr werdet vermisst. Aber beide sind auf Instagram aktiv und vielleicht haben sie ja Lust, die Fragen dann einfach da so ein bisschen mit zu beantworten. Ihr findet die Bookstagram-Kanäle natürlich unten in der Infobox. Und jetzt danke ich dir, liebe Kerstin, fürs Mitmachen. Hat mich sehr, sehr gefreut und lass uns unbedingt an unserem Projekt Hangout mit Fragen irgendwie arbeiten. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und nun möchte ich mich noch bei euch fürs Zusehen bedanken. Freue mich natürlich auch, wenn ihr als Zuschauer Lust habt, den Tag vielleicht in den Kommentaren zu beantworten. Seid da gerne mit dabei, da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.